Hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge Schachgeschichte, dieses Mal wieder mit Johann Jakob Löwenthal. Und wie die Partie gegen Howard Staunton, so fand auch diese hier, die ich jetzt zeigen möchte, im Jahr 1858 stand. Er spielte hier mit Schwarz gegen James Kipping. James Kipping, selber ein sehr starker Schachspieler, er hat unter anderem Adolf Andersen ein paar Mal besiegen können und konnte auch als einziger in einer simultanen Veranstaltung Paul Morphy besiegen. Auf dem Brett hier sehen wir jetzt zum Anfang das Evans Gambit, was zur damaligen Zeit sehr, sehr beliebt war. Heutzutage ist es durchaus spielbar, allerdings hat Schwarz gute Möglichkeiten, das von Weiß geopferte Material selber zurückzugeben und dadurch gutes Spiel zu bekommen. Das Evans Gambit zeichnet sich hier in dieser Position aus durch den Zug B4. Dadurch soll dieser Läufer nach B4 gelockt werden, wodurch er dann mit C3 vertrieben wird und der Bauer D4 soll dann ganz schnell gezogen werden, um den schwarzen Gegenspieler zu überrollen. Das ist die Idee für Weiß. Löwenthal reagiert anders, er spielt D5. Weiß hat hier verschiedene Alternativen und ich möchte ein paar zeigen. Deswegen, wie schon bekannt, in einer Variante ändere ich die Brettfarbe. In der Partie folgte Läufer B5, das gucken wir uns dann ganz zum Schluss an. Erst einmal, was passiert, wenn Weiß einfach den Läufer auf C5 nimmt. Dann folgt D schlägt C4, Läufer B2 und Dame E7. Und diese Stellung ist ausgeglichen, beide Seiten haben Chancen. So hätte James Kipping spielen können und die Partie wäre ganz anders verlaufen mit, wie gesagt, beiderseitigen Chancen. Schwarz hätte in dieser Öffnung wirklich keine Probleme. Eine andere Alternative wäre gewesen, nach D5 den Bauern einfach mal rauszunehmen. Dann folgt Springer schlägt B4. Schwarz holt sich einfach den Bauern zurück, Springer C3 und Läufer F5. Und man sieht auch hier, Schwarz hat eine wunderbare, schnelle Entwicklung, konnte sich gut entwickeln und auch hier sollte er keine Probleme haben. Wenn der Springer jetzt den Bauern nimmt zum Beispiel, Springer schlägt C2, gabelt König und Turm. Also darauf muss der Weiße aufpassen, der Bauer auf E5 ist tabu. Eine andere Alternative, die mir gerade noch in den Blick gekommen ist, Läufer schlägt D5. Das wollte ich mir auch nochmal angucken. Auch hier folgt Springer schlägt B4 und den Läufer, den möchte wahrscheinlich der Weiße behalten, deswegen müsste er zurück nach C4 gehen, danach folgt Springer F6 und auch hier sollte Schwarz keine Probleme haben. Oder gehen wir mit dem Läufer einfach mal nach B3, dann wäre er nicht so angreifbar. Springer F6 und auch hier schauen wir uns den Zug Springer schlägt E5 an, aber wie, ich sag jetzt mal im Spanischen, wo Weiß auf E5 rausnimmt, gibt es auch hier für Weiß, für Schwarz die Möglichkeit, die Dame auf D4 zu ziehen. Und man sieht, hier hängt einiges. Zum einen der Springer, zum anderen der Turm und es droht auch matt. Also der Bauer, um es nochmal ganz deutlich und fett zu unterstreichen, der ist wirklich in all diesen Varianten tabu und Schwarz hat auch immer genügend Gegenspiel. Manchmal sogar deutlich besseres Spiel. Gut, gehen wir jetzt zurück zur Partie. Hier hat sich also James Kipping für Läufer B5 entschieden. Der Läufer war angegriffen, das ist vollkommen in Ordnung und er wird jetzt genutzt, um den Springer zu fesseln. Und eventuell kann der Weiße dann auf E5 nehmen und den Druck weiter erhöhen. Löwenthal spielt D schlägt E4, der Bauer hing in der Luft auf E4 und James Kipping greift sich den Bauern auf E5. Das ist allerdings nicht so gut, denn jetzt folgt eine kleine Taktik, die Löwenthal auch gnadenlos ausnutzt. Gehen wir nochmal kurz zurück. Besser wäre es hier gewesen, einfach den Läufer auf C5 zu nehmen, der Springer wird genommen. Der Läufer nimmt mit Schach,
B schlägt C6, Dame schlägt F3 und Springer E7 deckt den Bauern auf C6. Diese Stellung sollte im Gleichgewicht sein. Beide Seiten haben einen Doppelbauern auf der C-Linie, obwohl ich hier eventuell den Doppelbauern für Weiß als besser erachten würde, weil er halt schon so weit vorgerückt ist. Allerdings hat das noch nicht viel zu bedeuten. Gut, das soll es schon mit dieser Variante gewesen sein. Man sieht also, James Kipping hatte durchaus die Möglichkeit, besser zu spielen und die Partie in andere Gewässer zu führen, wo die Chancen ungefähr gleich sind. Aber man sieht auch, Weiß hat nicht viel aus dem kleinen Eröffnungsvorteil gemacht. In der Partie folgte also Springer schlägt E5, wie gesehen, und hier die Taktik. Wer sie selbst finden möchte, der kann hier kurz auf Pause drücken. So schwer sollte sie nicht zu finden sein, denn ich zeige es jetzt einfach. Läufer schlägt F2, Schach, der König wird nach draußen gelockt und die Dame gibt auf D4 ein Schach, greift den Springer an, greift den Turm an und das sieht schon sehr ärgerlich aus. Kurz zurück, als kleine Anmerkung, wenn Weiß den Läufer nicht rausnimmt, König F1, dann folgt Läufer D4 Schach, kein Schach, aber man sieht wieder, der Springer ist angegriffen und der Turm ist angegriffen. Ja, und Weiß kann hier nicht wirklich viel machen. Springer C6 ist schon ein sehr großer Fehler. Dame F6 verliert die Dame. Andernfalls ist matt, also Weiß muss Dame F3 spielen. Ein beliebiger Königzug nach E2, E1 würde mit Dame F2 mit matt beantwortet werden. Und kurz zurück, nimmt der Läufer mit Schach. Ganz ruhig, B schlägt C6 und auch hier hängt immer noch der Läufer und auch der Turm. Weiß könnte praktisch schon so früh in der Partie aufgeben. Es ist also das Beste, wenn Weiß den Läufer auf F2 rausnimmt. Wie gesehen, Dame D4 Schach zwingt den König wieder zur Bewegung, König E1. Und hier spielt Löwenthal Dame schlägt E5. Das behält die Dame auf jeden Fall in einer aktiveren Position. Hätte die Dame auf A1 rausgenommen, wäre vielleicht Springer C3 gekommen oder bestimmt definitiv. Und die Dame wäre erst einmal hier am Rand gefangen. Ich glaube, das hat Löwenthal nicht besonders gut gefallen. Er hat zwar die Qualität mehr, aber der Druck auf seine Stellung ist doch hoch. Allerdings Springer E7 stellt eine wunderbare Möglichkeit, da erst einmal die Stellung zu festigen und dann sich um die Dame zu kümmern. Gut, aber wie gesagt, das ist halt Geschmackssache. Löwenthal wollte die Dame im Angriff belassen und hat den Springer rausgenommen. Jetzt geht's weiter mit Läufer schlägt C6 Schach. Das ist in Ordnung. Die Bauern werden verdoppelt und Weiß entwickelt sich weiter. Springer C3. Auch Schwarz kann gerade nicht viel machen. Die Dame alleine kann den gegnerischen König nicht zu Fall bringen. Deswegen Springer F6, Dame E2 und Läufer G4 bringt eine weitere Leichtfigur mit Tempo in die Partie. Und Weiß wird jetzt einen Fehler begehen. Dame C4. Besser wäre gewesen Dame E3. Warum? Das sehen wir gleich nochmal. Erst einmal Dame C6 ist die Drohung, deswegen begibt sich Löwenthal hier in die Rochade. Weiß entwickelt sich weiter mit Läufer B2 und hier nochmal kurz die Anmerkung, besser wäre gewesen statt Läufer B2 Dame C5. Wie eben auch erwähnt, Dame E3 und Dame C5 haben dasselbe Ziel und zwar das Feld auf E3 zu decken, denn jetzt nach Läufer B2 kann Schwarz hier durchstoßen mit E3. Und wenn der Bauer rausgenommen wird, was nicht passiert ist, dann sieht es schon recht düster aus für Weiß. Beispielsweise mit D schlägt E3, Dame schlägt mit Schach, der König geht zur Seite und Turm FE8 besetzt die offene E-Linie. Der Turm auf H1 spielt nicht mit
und auch der Läufer auf B2 und der Turm auf A1 und der Springer auf C3, die spielen nicht wirklich mit, bindern sich nur gegenseitig für Weiß beginnen harte Zeiten. Zum Beispiel, wenn er versucht, die Damen abzutauschen mit Dame C5, kann Läufer E2 folgen, König E1. Das Abzugsschach, das bringt nicht viel ein, aber er kann erst einmal die Dame zurückziehen, den Damenabtausch vermeiden, König D2 und jetzt Turm AD8. Und um diese Variante noch zu Ende zu bringen, König C1, Läufer F1 mit einem kleinen Trick, denn wenn der Turm hier rausnimmt, folgt ein ganz nettes Matt, Turm schlägt E1, Turm schlägt E1, nur noch der Springer kann dazwischen setzen und Turm D schlägt D1, Schachmatt. So schnell kann es gehen und wie gesagt, hätte die Dame das Feld E3 früher besetzt, wäre der Bauernzug nach E3 gar nicht möglich gewesen und die Partie hätte sich auf jeden Fall verlängern können. Gehen wir nach dieser langen Variante wieder zurück zur Partie, wo Löwenthal gerade den Bauern nach E3 gezogen hat und James Kipping, der nimmt den Bauern nicht raus. Er hält die Stellung geschlossen, er spielt D3. Löwenthal setzt fort mit Dame F5 und lockt damit den Turm nach F1. Das passierte wahrscheinlich freiwillig von Löwenthal, denn er wollte, dass dieser König wahrscheinlich weniger Felder zur Flucht hat und genau das machte James Kipping auch ein bisschen Sorge, deswegen spielt er hier das Qualitätsopfer mit Turm schlägt F6, damit der König auch wieder ein bisschen mehr Felder hat. Schwarz muss seine Bauernstellung nicht weiter zertrümmern lassen, G schlägt F6, muss man nicht spielen. Schwarz hat die Möglichkeit mit H4, G3 und Dame schlägt F6. Die Struktur von seinem König intakt zu halten. Den Springerabzug von C3 mit Angriff des Läufers auf die Dame muss er nicht fürchten. Der Läufer ist selbst ungedeckt. Das einzige Feld, was den Läufer decken würde, Springer A4 oder Springer D1, bringt nicht wirklich was. Dame F3 baut unangenehme Drohungen auf. Und hier muss wahrscheinlich Weiß schon die Dame geben. Gut, das war jetzt aus Versehen eine Variante, wo ich vergessen habe, die Brettfarbe zu wechseln, aber die war ja nur ganz kurz. Hier in der Partie nach Dame schlägt F6 droht erst einmal Dame F2. Deswegen ist Dame F4 von Weiß schon erzwungen und die Damen tauschen sich ab. Und jetzt F5 von Löwenthal. Man sieht schon, die Lage für den Weißen ist sehr, sehr schwierig. Dieser Bau auf E3 ist äußerst stark und auch seine Figuren am Damenflügel wirken reichlich hilflos. Die versucht James Kipping jetzt zur Verteidigung zu nutzen. Springer E2, der Turm von A8, der bis jetzt noch nicht mitgespielt hat, wird mit ins Spiel gebracht und deckt gleichzeitig den Bauern. Läufer D4 von James Kipping greift diesen Bauern an und wenn er den Läufer nur ein Feld weitergezogen hätte, dann kann man sehen, wie schnell Schwarz hier gewinnen könnte. Turm schlägt E5, die Qualität wird zurückgegeben, F schlägt E5 und jetzt marschieren die Bauern und die lassen sich definitiv nicht mehr aufhalten. Weiß kann auch hier praktisch aufgehen. So schnell kann es gehen, wenn Weiß nicht genau genug spielt. Die Lage ist sowieso schon hoffnungslos. Er kann die Niederlage höchstens noch hinauszögern. Zurück zur Partie. Allerdings, wie gesagt, es bedarf schon ein bisschen Technik, um den Gewinn schnell und kompromisslos abzuschließen. Und das schafft Löwenthal fast in der Folge der Partie. Läufer D4, wie gesehen, Turm E6. Das bringt natürlich den Turm weiterhin ins Spiel. Turm H6 könnte eine Idee sein, um den Bauern abzugreifen. Weiß vernachlässigt hier den Bauern auf A7, aber das ist nicht weiter wild. Weiß spielt A4 und Schwarz verdoppelt die Türme.
Eventuell, beziehungsweise wie schon angedeutet, Turm H6 wäre besser gewesen. Der Bau auf H3 kann nicht mehr gedeckt werden und kann einfach abgesammelt werden. So gelangt Schwarz auch auf die zweite Reihe und der Gewinn sollte auch hier nicht mehr fair sein. Kipping spielte jetzt, wir sind im 23. Zug, Springer G3 und nach Turm H6 kann er mit Springer F1 den Bauern verteidigen. Hier hatte Löwenthal also einmal die Gelegenheit liegen lassen, die Partie etwas zu beschleunigen. Und jetzt wird Turm H3 gespielt. Auch hier als kleine Anmerkung, E2 wäre eine sehr interessante Alternative gewesen. Der Springer muss ziehen, der Turm nimmt den Bauern und wenn der Läufer auf A7 nimmt, G5 provoziert, F schlägt G5 und F4, F3, F2. Das würde also ganz schnell gehen. Der Turm könnte hier nochmal angegriffen werden, Turm G2, Läufer F2, G schlägt F4 und man sieht die Bauern, die rollen. Der Angriff von Weiß am Damenflügel, der ist definitiv zu langsam und kann auch locker gestockt werden. Aber auch der Zug Turm H3 von Löwenthal verdirbt natürlich nichts. Läufer schlägt A7, Turm F3. Und hier wieder eine kleine Anmerkung. E2 wäre auch hier besser gewesen statt Turm F3, weil Weiß jetzt auf E3 hätte nehmen können. Schwarz hat danach zwar eine ganze Figur mehr immer noch, allerdings hätte sich das Spiel so verlängert. Ich kann es ja nochmal zeigen. Springer schlägt E3, Turm schlägt F3, E3, Läufer schlägt und Turm schlägt. Die Partie ist natürlich immer noch locker gewonnen für Schwarz, allerdings ist der Angriff jetzt ein bisschen abgeflaut. Eventuell muss Schwarz sich auch noch um diesen A-Bauern kümmern und ja, das hätte die Partie nur unnötig in die Länge gezogen. Aber auch James Kipping hat diesen Zug verpasst. Er spielte nach Turm F3 A5 mit der leisen Hoffnung, eventuell diesen Bauern irgendwann zu einer Dame umzuwandeln. Turm F2, jetzt steht der Turm auf der zweiten Reihe. Wahrscheinlich das große Ziel von Löwenthal. Jetzt ist erstmal der Bauer auf C2 angegriffen. Auch der Bauer auf H2 ist in prekärer Not. Es droht vielleicht Läufer H3 mit Angriff auf den Springer. Und auch hier soll es nochmal kurz eine kleine Variante geben. Wie man sieht, Schwarz hat zahlreiche Möglichkeiten, die Partie zu gewinnen. Eine wäre statt Turm F2 auch Läufer H3 gewesen, wenn der Springer den Bauern jetzt nimmt. Turm F1 ist möglich aufgrund der Fessel und danach fällt der Turm auf A1. Nimmt der Springer den Bauern nicht raus, wie gesehen, und geht nach G3, kann man als Schwarzer in Ruhe G5 folgen lassen. Wenn der Bauer nimmt, auch hier F4. Diese beiden verbundenen Freibauern sollten dem Weißen dann den Rest geben. Gut, aber in der Partie lässt es Löwenthal ein bisschen ruhiger angehen. Was man hier auch noch sieht, Turm E2 ist unangenehm. Der König wäre dann gezwungen, nach D1 zu gehen und dann könnte ein Abzugsschach erfolgen. Zum Beispiel nimmt der Turm dann den Bauern auf H2 raus. So kam es nicht, denn jetzt nahm James Kipping den Bauern raus und Schwarz nahm den Bauern auf H2. Turm A2 wurde gespielt, um den Bauern auf C2 zu decken, denn dieser Springer, der kann das nicht, der ist ja wie gesagt gefesselt. Es folgt G5. Diese Idee hatten wir in den Varianten schon ein paar Mal gesehen. Schwarz möchte einen neuen Freibauern haben und wenn der Weiße nimmt, dann folgt F4 und dieser Springer, der wird abgesammelt. Verständlicherweise nahm James Kipping den Bauern also nicht raus. König F1 wurde gespielt. Jetzt kann sich der Springer wenigstens wieder bewegen. G schlägt F4, folgt, greift den Springer an. Der muss ziehen. Aber erst nachdem der König den Turm einmal angegriffen hat und dieser gezogen ist, jetzt bewegt sich der Springer. Löwenthal formiert jetzt seine verbliebenen Kräfte, um die Partie zu beenden. Turm D2 verfolgt natürlich
ein sehr einfaches Ziel, und zwar die Türme auf der zweiten Reihe zu verdoppeln. Und das wäre der Gnadenstoß für Weiß. Weiß holt eine Leichtfigur zur Verteidigung heran. Und wie gesagt, Schwarz spielt Turm EE2 und hat damit sein Ziel erreicht. Weiß hat auch wenig dagegen einzuwenden. Turm D1 wäre ebenfalls sehr gut gewesen. Der König kann nun nach H2 und danach folgt Turm E2 und auch das würde den Druck auf die weiße Stellung gewinnbringend erhöhen. Weiß kann sich kaum rühren, er spielt A6, die letzte Hoffnung dieser Bauer, um ihn in eine Dame zu bringen. Aber das muss Schwarz gar nicht fürchten. Er kann hier einfach den Läufer nehmen, wenn A7 folgt, kann auch einfach den Springer nehmen. Der König muss ziehen und Turm GE2 kann gezogen werden. Weiß holt sich die Dame, allerdings nach König F7 hat Weiß immer noch das Problem, dass Turm D1 matt wäre. Also nach Turm A1, um das Ganze zu verhindern, geht Weiß auch konsequent Schachmatt. Läufer H3 beginnend, gefolgt von König G1. Die Türme geben ein paar Schachs und man sieht schon, Turm H1 Schachmatt würde die Partie so beenden. Löwenthal geht auf Nummer sicher. Wahrscheinlich hatte die Partie hier auch schon ein paar Stunden gedauert und die Kräfte schwinden auf beiden Seiten. Turm schlägt C2, verhindert sämtliches mögliches Gegenspiel für Weiß. Ja, der Turm nimmt und nach A7 betritt der letzte schwarze Turm die A-Linie und der Bauer ist sicher aufgehalten. Weiß nimmt den Bauern auf F4 und jetzt bringt Löwenthal seinen König ins Spiel. Ohne den würde er wahrscheinlich sich schwer tun, die Partie noch zu gewinnen. König F1, H5, der Bauer marschiert, Springer G2. Es folgt Läufer F3, um weiter Figuren abzutauschen. Das will James Kipping verhindern, spielt deswegen Springer E1. Damit ist auch gleichzeitig der Läufer angegriffen. Der zieht nach D5. Der weiße Läufer folgt ihm nach C5. Auch um zu verhindern, dass wahrscheinlich C5 gespielt wird von Schwarz und der Läufer das Feld auf A8, wie sein Kollege der Turm überdeckt. Und der Bauer, der wäre nicht in der Lage, was er jetzt auch nicht wäre, das entscheidende Feld zu betreten. Schwarz setzt seinen Angriff fort, spielt locker H4. Dieser Bauer ist extrem schwer aufzuhalten. Springer C2 als letzte Verzweiflungstat. Den ignoriert Löwenthal einfach. Natürlich, Schwarz kann nicht rausnehmen, ansonsten holt sich Weiß einfach die Dame. Wie gesagt, Springer wird ignoriert, H3 wird gespielt. Das Ende der Partie nähert sich und James Kipping beschleunigt das Ganze auch, indem er König G1 spielt. Eine letzte Variante, Läufer G1, dann folgt C5, wie schon kurz erwähnt. Jetzt nimmt auch der Läufer das Feld auf A8 unter Schutz. Wenn Weiß den Bauern nimmt, dann fällt der Springer, also muss der ziehen, Springer E3 und nach Läufer G2, König E1. Und C schlägt B4, hat Schwarz einen weiteren Freibauern. Der Bau auf A7 ist weiterhin ungefährlich. Das wäre die längere Partiefortsetzung gewesen, aber wie schon kurz erwähnt, Kipping spielt nach H3 König G1 und das ist wirklich sehr schnell vorbei. Turm schlägt C2, kann einfach gespielt werden. Löwenthal ignoriert damit, dass Weiß sich eine Dame holt, denn wenn er das tut, dann holt sich Schwarz ebenfalls eine Dame und das sogar mit Matt. Dame H1, Schach, nur noch der Läufer kann dazwischen. Dame G2, König E1 und Schwarz kann sich ausruhen, ob er auf E2 matt setzen möchte, auf C1 oder auf G1. Das hatte Kipping denn auch nicht mehr aufs Brett kommen lassen und gab hier nach Turm schlägt C2 auf. Wir haben also eine sehr schnörkellose Partie von Löwenthal gesehen.
Sein Gegner hatte nicht den Hauch einer Chance. Zu keinem Zeitpunkt gab es Gegenspiel für Weiß. An ein paar Stellen konnte Löwenthal die Partie verlängern, aber er konnte auch mit einfachen Zügen die Partie locker gewinnen. Und damit würde ich sagen, war das das vorletzte Video zu Löwenthal. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, haut rein!